Da ist gar nichts drin. Da wäre ein Heilungselixier drin. Okay. Dann tschüss, Jansen. Wenn ihr es wollt. Oh, was ist auf dem Regal? Noch mehr Geld. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr... Also ja, die paar Goldstücke werden wir der armen Gnomenfamilie jetzt nicht abnehmen. Durch eine Luke im Dach und ein Loch im Boden trägt Licht in den Keller hinunter. Ja, die wohnen hier ziemlich grün. Natürlich. In dem Fass ist nichts. Da liegen ein paar Sachen rum, ja. Da ist alles wieder verschlossen, ja. Ihr braucht leichtfüßig und so. Yoshimo. Und weil ich den Jansens nicht ganz so traue, suchen wir kurz nach Fallen. Einfach, dass wir was zum Entschärfen haben. Und Erfahrungspunkte kriegen. Das ist ein Gegengift, aber ein falsches Gegengift. Da ist nichts drin, da wir ein... starker Heiltrank drin. Wie viele haben wir denn davon? Viel zu viele. Wobei, einer macht den Kohle auch nicht fett. Und das ist nur zum Allgemeinwohl. Und ja, das ist ein trübes Gegengift. Wie der Name schon sagt, scheint dieser Trank jegliches Gift zu neutralisieren, an dessen Wirkung der Einnehmende momentan leidet. Die Entgiftung wirkt sofort und der Trank kann nur einmal eingesetzt werden. Jedoch ist die Farbe irgendwie seltsam. Ja, das ist ein falsches oder ein abgelaufenes Gegengift, mehr oder weniger. Ja, wenn es das ist. Deswegen lassen wir das schön in Ruhe. Euer Wunsch ist mein Begehr. So. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor... Ja, wir verlassen das Gebiet ja schon. Keine große Herausforderung. So, das heißt, wir waren im Jansens Haus. Ein bürgerlicher... Was war hier drin? Achso, Gale Bales Haus. Sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Da, das ist sehr appetitlich. Die ganzen Fliegen an dem Essen da. So, das Schiff der Sklavenhändler, das haben wir auch leer geräumt. Hier im Obdachlosenheim waren wir auch drin. Da waren nur... Also für ein Obdachlosenheim sieht das viel zu gut aus. Ehrlich gesagt. Was möchtet ihr? Da war ja nur der Typ drin, der Yahira verhext hat. So, Bettler. Ich hab nichts Wertvolles. Bitte lasst mich. Ach, mein Magen knurrt vielleicht doch. Ich hatte nichts als ein kleines Stück Brot gestern. Ja, nun könntet ihr eine Goldmünze entbehren, meine Fürstin. Ja, ich habe hier meine Münze übrig. Natanda segne euch. Die Größe unseres Herzens wird gemessen an der Freundlichkeit, die wir den geringsten unserer Brüder entgegenbringen. Ja, dem ist wahrlich so. Ja, ich sollte dann im Latanda-Tempel. Hallo, wünsche euch gute Geschäfte. Habt ihr eine Goldmütze übrig, um einem armen Bettler zu geben? Ich kann eine Münze entbehren. Hier, tut damit etwas für eure Gesundheit. In der Tat, ich könnte ich sogar noch mehr entbehren, wenn ihr mir eine Frage beantwortet. Wie wäre es mit 5 Goldmünzen? Wir könnten euch ein solch großzügiges Angebot von so edelmütigen Leuten abschlagen. Was möchtet ihr wissen? Verhüllte Magier, Schattendiebe. Gib mir die 5 Goldmünzen zurück. Gibt es irgendwelche seltsamen Vorkommnisse? Nachts passieren merkwürdige Dinge. Leute, die wie Tiere zusammengekettet sind, marschieren durch die Slums. Hab meine Nase da nicht tiefer reingesteckt, weil ich ja nicht wie die in Ketten enden will. Bloß nicht. Ich danke euch und eine Perle für eure Gesundheit. So, hier sind ein paar Marktstände und ein Händler.
Ich wünschte, meine Frau würde langsam mal aufs Handelstreff zurückkehren. Das Flittchen hält mich so kurz, dass ich nie mehr als eine Kupfermünze ohne ihre Erlaubnis ausgeben darf. Wie kann ein arbeitender Mann so leben? Wie? Gar nicht? Da wäre der Eingang zur Sphäre. Was hast du zu sagen? Hier eine Münze für eure Gesundheit. Dann gucken wir mal, ob wir die Sphäre irgendwie betreten können. Ohne dass wie immer Liga Cortala dabei ist. Nein. Wir brauchen echt Valiga. Das hier sieht komisch aus. Ein Schattendieb, irgendein Priester, ein Obdachlose und ein Geschichtsgelehrter. Okay. Fragt nur, erzählt mir mehr davon. Oh, hallo. Habt ihr euch die Sphäre der Ebenen angesehen? Wirklich unglaublich. Man kann sie nur schwerlich übersehen. Was genau ist eine Sphäre der Ebenen? Nun, also ich glaube, dass diese Sphäre hier, falls sie in der Tat dieselbe ist, dass es genau diejenige ist, die Lavok vor über 500 Jahren erbaute. Sie ist eine Art Objekt zum Reisen zwischen den Ebenen gedacht. Jedenfalls ist es das, was Lavoks Novize gesagt haben soll. Wer ist dieser Lavok? Kam er mit der Sphäre zurück? Lavok war ein Zauberer und ein Händler vom großen Reichtum. Er erschuf diese Sphäre der Ebenen, aber sie verschwand 3 Jahre, nachdem ihre Konstruktion begann. Zusammen mit all seinen Vertrauten. Nur sein Novize konnte fliehen und der Junge wusste nur wenig, außer dass Lavok plante, die Ebenen zu erforschen und nach 10 Jahren zurückzukehren. Er kam natürlich nie zurück. Bis jetzt schätze ich. Ob Lavok nun wirklich da drin ist oder nicht, nur das weiß keiner. Keiner? Könnt ihr da nicht hineingelangen? Also nun, das schafft scheinbar niemand. Ich kann keinerlei Eingang erkennen. Selbst die verhüllten Magier scheinen unschlüssig zu sein. Und sie studieren sie seit ewigen Zeiten. Und wie lange steht die Sphäre schon hier? Oh, sie erschien erst vor etwa 3 Wochen. Ersetzte praktisch die Gebäude, die sich hier befanden. Und ich kann nur spekulieren, was mit ihnen geschehen ist. Es drang seither niemals ein Wort aus oder irgendwas aus dieser Sphäre. Ein wirklich faszinierendes Mysterium. Könnt ihr nicht in dieses Ding hinein, die verhüllten Magier? Oh ja, natürlich. Es sind die einzig legalen Magieranwender in der Stadt. Und selbst sie finden keinen Weg hinein. Jeder Magier, den ich bisher gesehen habe, war ebenfalls über sein Versagen verstört. Was sagt uns das? Nicht einmal die Magie kann unsere Probleme lösen. Wo kann ich diese verhüllten Magier finden? Oh ja, diese Magier. Nun, ich bin nicht sicher. Ich glaube, sie sind irgendwo im Regierungsviertel, aber wer weiß das schon genau. Bitte entschuldigt mich. Ja, ich muss weiter. Okay. Was ist mit dir? Hallo, mein Freund. Hehe, ihr da mit der schwarzen Lederkleidung. Ich nehme an, ihr redet mit mir. Ja, ihr. Seht ihr diese mächtige schöne Sphäre hier? Für nur 500 Goldmünzen könnt ihr sie euer eigenen. Was sagt ihr dazu? Ich würde sagen, dass ihr sie viel zu billig verkauft. Zu billig? Natürlich, seht euch die Konstruktion an. Allein die Größe. Da könntet ihr fast eine ganze Armee hineinstecken. Wie ein Schloss. Mensch, ihr habt recht. Von jetzt an beträgt der verlangte Preis 10.000 Goldmünzen. Nette Vorführung. Ich kann sehen, dass ihr ein sehr guter Verkäufer seid. Danke. Für einen Kerl, der wie ein Rüpel aussieht, seid ihr ziemlich helle, würde ich sagen. Ich? Ich kann mich noch nicht einmal daran erinnern, wann mich jemand das letzte Mal übers Ohr gehauen hätte. Ja. Hey, ihr da mit dem angemalten Kopf. Ja, ihr sprecht mit Minsk? Ja, ihr. Seht ihr diese mächtige, schöne Sphäre hier? Für nur 500 Goldmünzen könnt ihr sie euer eigenen. Was sagt ihr dazu? Bo meint, dass so eine Sphäre nicht gerade in meine Tasche passen wird. Falls ich sie nicht mit mir nehmen kann, ist sie nicht gerade eine gute Anschaffung. Der kleine Kerl sagt das alles, nicht wahr? Ja, natürlich. Bo ist außergewöhnlich klug für einen Hamster. Klüger als all die Verkaufskanonen in Kalimshan. Ich verstehe. Was sagt er noch? Im Moment gelegentlich etwas von Hamsterbrüdern, die euch alle töten werden. Aber das ist nur eine Laune. Macht euch keine Sorgen. Seht ihr, wie er starrt? Wir sollten ihn in Ruhe lassen. Ich warte.
Was ist mit der Obdachlosen? Die hat sicherlich ihr Haus hier verloren, hä? Ich bin niemand von Bedeutung. Ach, ich frage mich, ob mein Häuschen da drin ist. Hä, was meint ihr? Also nur das Ding kam und erschien über meinem Häuschen. Ich frage mich, ob das Haus jetzt da drin ist. Vielleicht sollten wir Hammer und Meißel nehmen, es öffnen und nachsehen, wo es ist. Hat das noch niemand versucht? Nee, ich glaube nicht. Oh doch. Ich erinnere mich, dass vor ein paar Wochen... Dass sie immer vor ein paar Wochen versucht hat. Schneller als ich gucken konnte, hat ihn in Häufchen Asche verwandelt. Wenn ich recht nachdenke, vielleicht hämmer ich es lieber nicht weg. Aber ich werde mein Häuschen vermissen. Okay. Und du? Die Sphäre ist von den Himmeln selber geschickt worden. Wir müssen uns vor ihr verbeugen, auch ein Fanatiker. Ihr alle, kniet vor der Mächtigkeit der Sphäre, kniet vor ihrer Macht, kniet vor ihrer Weisheit. Wir werden um die Sphäre um einen Tempel errichten, ja, einen Tempel. Die Gläubigen werden aus einem Umkreis von vielen Kilometern kommen, um sie zu bestaunen. Und wir werden Eintrittsgelder verlangen, ja, Eintrittsgelder. Oh ja, das ist nun wirklich eine großartige Idee. Ja, was immer ihr wünscht. Ja, gut. Du bist ein Bürgerlicher, dich können wir ignorieren. Du siehst interessant aus. Ein absonderliches Volk, das ihr euch hier herumtreibt. Hier gibt es so schlimme Verbrechen. Irgendwann werde ich aufwachen, meine Fußhaare sind weg. Das schwöre ich. Die sind so wichtig wie Zwerge, die Bärten. Dumme sagte, dass Wächter Harald vermisst wird. Ich hörte, dass man nur noch seinen Helm gefunden hat. Es ist ja üblich, dass Helmpriester einfach so davonlaufen, nicht wahr? Es ist ja nicht üblich, okay. Was ist mit dem Jungen hier? Wer seid ihr? Bleibt weg von mir. Ihr seid ein Haufen Zauberer. Nein, das ist nur Airy. Ein gutes Geschäft wünsche ich euch. Die große Kugel erschien aus dem Nirgendwo vor ein paar Wochen. Nirgendwo. Ein paar Wochen ist das her. Das heißt, meine Oma war dort einmal. Ich wüsste gern, ob sie noch dort ist. Okay. Oh. Wie sind das Bienenstöcke? Nö, einfach nur ein Regal mit Zeug drauf. Gut, damit haben wir einmal die Promenade umrundet. Die Slums umrundet. Halblingsfrau. Und, was steht da drauf? Und dann, dass wir unter denken, könnt ihr die Worte zur Kupferkrone entziffern. Hund hat nichts zu sagen. Halblingsfrau. Ja, da geht's in die Kupferkrone rein. Wir wollen jetzt mal nach oben auf die Kupferkrone. Weil dort sind noch zwei Gebäude von Interesse und vielleicht ein Markthändler. Und da oben könnte... Ah ja, da oben ist der Imata-Schrein. Beziehungsweise Tempel. Fragt, wenn ihr es wollt. Da waren ein paar Bürgerliche. Die gehen mir auf die Nerven. Wir sollten unseren Aufenthalt so kurz wie möglich gestalten. Ja, die Kupferkrone ist ein riesiges Haus, auf dem noch mehr Häuser gebaut wurden. So wie das eigentlich aussieht, wurden die Slums um die Kupferkrone und auf der Kupferkrone gebaut. Das kommt mit. Das sieht nämlich nach einem schönen Stück, Schläger, okay. Dieb, so sei es denn. Natürlich. Die Schläger sehen so aus, als ob sie Ärger wollen. Mal sehen, wie euren Eingeweiden etwas Sonnenlicht. Das macht Spaß. Die Rache ist mein. Ja, ihr beide zieht euch mal zurück. Das kriegen nämlich die anderen auch so hin. Du nimmst bitte deinen Streitkolben und nicht die Schleuderkugeln, die teuren. So, was hattet ihr Schönes dabei? Geld. Nichts Schönes. Noch ein bisschen mehr Geld. Und noch ein bisschen mehr Geld. So,
Da ist ein Emater-Tempel. Fragt nur. Ja, indem wir sogar nur von dort aus kommen, weil die Haupttreppe im Eimer ist. Und wir natürlich die Stufen nicht überspringen können.